und setzen als nächstes mit ein dem Tagesordnungspunkt 5. Hier geht es um die Ausschreibung der Stelle der oder des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Punkt 9. Ist okay. Danke sehr. Alle haben aufgepasst, besser als ich. Wir machen den Punkt 9. Der Titel war richtig. Wir steigen hier in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt die SPD-Fraktion. Verzichtet. FDP-Fraktion, Herr Zasso, bitte. Ja, meine Damen und Herren, Herr Erster Bürgermeister, ein paar Worte muss man dazu schon sagen, wenngleich ich der Nachfrage heute von Thorsten Nietzsche sehr dankbar bin, weil er hat den Finger schon in die Wunde gelegt und vieles von dem, was ich hätte jetzt ausführen wollen, schon vorweggenommen. Aber das, was sich hier Teil des Stadtrats geleistet haben, glaube ich, passt nicht in die Zeit und passt auch nicht in das Verfahren. Liebe Kollegen von Grün, ich habe die sächsische Gemeindeordnung wirklich gewälzt und habe dort reingeguckt und ich habe nirgendwo einen Passus gefunden, wo von einem Vorschlagsrecht für die Grünen in Dresden die Rede ist. Ich weiß gar nicht, wo Sie das hernehmen. Ich finde es auch hochinteressant, dass der Sieger erstmals, das ist wirklich ein Novum, glaube ich, in der Geschichte dieser Stadt, der Sieger vor dem Rennen gekürt wird. Und das, was Sie tun, beschädigt nicht nur alle Auswahlverfahren, die wir hier in dieser Stadt haben, massiv, sondern beschädigt übrigens auch den von Ihnen vorgeschlagenen Favoriten. Ich glaube, Sie haben dem Herrn Kühn einen Bärendienst erwiesen, ihn jetzt quasi schon zum Sieger zu küren. Wir alle wissen, Sie werden sowieso mit Ihrer Mehrheit durchdrücken. Was ist das für ein politischer Stil? Ich halte das auch für naiv, liebe Frau Fiers-Jene, dass Sie das so machen. Das ist eine hochriskante Kungelei, die Sie an den Tag gelegt haben. Und Sie laden quasi jeden dazu ein, am Ende eine Mitbewerberklage zu machen. Und ich befürchte, dass das passiert. Ich befürchte, dass Sie riskieren, dass wir im September gar keinen Baubürgermeister haben, sondern durch Ihr Verhalten schaffen Sie hier eine Stellenvakanz. Denn was soll dieses Ausschreibungsverfahren jetzt noch? Wer soll sich denn ernsthaft jetzt noch bewerben? Was ist das für eine Botschaft? Thema Bestenauslese, der Bürgermeister hat sie heute dargestellt, die Sie in dieses Land senden. Ein bisschen Zurückhaltung ja wenigstens noch, hätte ich ja erwartet, aber schweben Sie so groß, sind Sie so ja, traumatisiert, von euphorisiert von Ihrem Wahlerfolg, dass Sie denken, das interessiert mich alles nicht, das mache ich einfach so, weil ich nun mal gerade sensationelle 20% habe. In der Gesamtschau ist das gar nicht so viel. Ich kann das sagen, ich habe weniger. Nee, überall in der Stadt übrigens. Aber ich finde das wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mindestens mal ungeschickt, meine Damen und Herren. Und das ist nicht sauber und das ist nicht gut gelaufen. Und ich glaube, das muss man hier auch ansprechen. Für mich hat das mit demokratischen Prinzipien wenig zu tun. Für mich hat es auch vor allem mit Prinzipien der politischen Kultur nichts zu tun. Und wie Sie das der Öffentlichkeit erzählen und wie dann am Ende auch ein Stefan Kühn das Amt dann ausführen soll mit dieser Last, die Sie ihm da aufgebürdet haben, weil ich hätte ihn schon ganz gerne mal angeguckt. Ich hätte ihn ganz gerne gehört, aber wenn ich dann lese, na, ich werde es, dann muss ich sagen, das ist mir die Zeit dann auch zu schade, Sie drücken es ja sowieso durch. So sollte man als eine Partei mit, entschuldigen Sie, nur 20% hier nicht mit den anderen umgehen. Wir als FDP würden das nie so machen. Danke. Gut, Freie Wähler, Herr Nitsche. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister,
Ich möchte die Gelegenheit gleich nutzen und unseren Änderungsantrag zur Stellenausschreibung mit einbringen. Ich will gar nicht lange drauf rumreiten, auf dem, was Holger Zastrow jetzt schon gesagt hat, beziehungsweise was in der Presse gestanden hat. Ich möchte Ihnen einfach das Angebot machen, dass wir das Verfahren, was ja scheinbar irgendwie für viele Diskussionen sorgt und was fast ein bisschen wie in den Brunnen gefallen zu sein scheint, dass wir das Verfahren heilen, und zwar indem wir das Verfahren heilen, indem wir eine Stellenausschreibung machen, die vielleicht etwas konkreter ist als das, und nicht nur vielleicht, die wirklich konkreter ist als das, was uns jetzt vorliegt. Wir haben heute auf meine Nachfrage hin ja gehört, wir befinden uns in einem Abwägungsprozess, und es gibt zwei Dinge, die bei der Besetzung des Bürgermeisterpostens wichtig sind. Das ist einerseits der Sachverstand und andererseits das Parteibuch. Das sind die zwei Sachen, die man, wenn man es verkürzt darstellt, als wichtig erachten kann. Und unser Schwerpunkt als Freie Wähler liegt ganz klar bei der fachlichen Eignung. Er liegt bei der fachlichen Eignung, bei Befähigung, bei der fachlichen Leistung, also das, was man unter besten aus Lese versteht. Und deswegen haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, der Ihnen allen vorliegt, der Ihnen heute per Mail zugegangen ist, der Ihnen auch in Papierform vorliegt, und in dem haben wir ein paar konkrete Anforderungen formuliert, die wir einfach für diese wichtige Stelle in unserer Stadtverwaltung als prioritär erachten. Wir erachten es einfach als wichtig, dass derjenige, der Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften wird, einen Hochschulabschluss in genau einer der einschlägigen Fachrichtungen hat, der eben wirklich Stadtentwicklung, und da zählt übrigens auch Soziologie zu, weil in der Makrosoziologie beschäftigt man sich ja mit Stadtentwicklung. Also es schließt jetzt sozusagen keinen möglichen Kandidaten aus, der einfach sozusagen dies studiert hat, der dann ein Hochschulstudium abgeschlossen hat. Wir erwarten einen Kandidaten, der, und das glaube ich hat unsere Stadt verdient, der eine gewisse Erfahrung hat in einer vergleichbaren Führungsposition. Wir erwarten einen Kandidaten, der eine Kommunikationsfähigkeit hat mit dem Stadtrat, mit der Bürgerschaft, mit Investoren und mit Verbänden. Und wir haben als Anspruch an den Kandidaten, dass er sich mit unserer Stadt identifiziert, dass er sich mit der Baugeschichte der Stadt identifiziert und dass er sich mit der Stadtentwicklung in unserer Landeshauptstadt Dresden identifiziert. Das sind unsere Erwartungen. Das ist übrigens jetzt nichts Besonderes, das ist ein vergleichbares Erwartungsbild, was zum Beispiel die Stadt Leipzig an ihren Baudezernenten hatte. Und der eine oder andere von Ihnen weiß Bescheid. Am 8. Juli wurde in Leipzig ein neuer Baudezernent gewählt. Übrigens Vorschlagsrecht Grüne, große Mehrheit im Rat erhalten. Keine Vorauswahl vor der Ausschreibung. Muss man so als kleiner Hinweis. Diese fachliche Eignung, die ist für uns das wesentliche Argument für einen neuen Baubürgermeister. Und um dieses Verfahren transparent zu machen und um dieses Verfahren zielführend zu machen und um dieses vielleicht in den Brunnen gefallene Verfahren noch zu heilen, aus diesem Grund bitten wir Sie um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag, zu der geänderten Ausschreibung, die es uns allen ermöglicht, an diesen Prozess nochmal heranzugehen, ohne dass wir vielleicht Scheuklappen aufhaben, sondern dass wir einfach uns ein breites Meinungsbild aus einem breiten Bewerberportfolio bilden können und dann jemanden wählen können, der unsere Stadt nach vorn bringt, gemeinsam mit allen Stadträten hier. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filius-Jene, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen, die uns im Livestream zuschauen. Wenn ich es mir ausgesucht hätte, dann müssten wir uns heute überhaupt nicht mit einer Ausschreibung befassen, denn ich hätte sehr gern den momentanen Bürgermeister behalten. Ich finde nach wie vor, es wurde auch vorher beim Neustädter Markt
gesagt, nach Herrn Fesenmeier und vor allem auch Herrn Marx hatten wir hier eine ganz neue Qualität, speziell beim Thema Bürgerbeteiligung. Und ich hätte mich gefreut, wenn er sich 2022 erneut beworben hätte. Aber Reisende kann man nun mal nicht aufhalten, was dazu führt, dass die Stadt die Stelle 2 Jahre früher als eigentlich geplant ausschreiben muss. Der Vorwurf der Bewerber stünde schon fest, ohne dass die Ausschreibung raus wäre. Hier nochmal zum Mitschreiben. Wir als Grüne haben in einem transparent und presseöffentlich kommunizierten Verfahren die Person herausgefiltert, deren Bewerbung wir unterstützen wollen. Konkret heißt dies, der von uns auf diesem Wege gefundene Kandidat wird sich auf die Ausschreibung hin bewerben, mit dem Oberbürgermeister und den Fraktionen das Gespräch suchen, sich von allen, die ein Interesse daran haben, auf Herz und Nieren prüfen lassen und für sich werben. Beim Thema Qualifikation. Es geht hier um die Funktion eines politischen Beamten. Was sollte ein erfolgreicher Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften können? Er ist Bindeglied zwischen Stadtrat und Verwaltung. Er sollte wissen, wie beide ticken und die Stadt gut kennen. Verständnis haben, wie das kommunalpolitische System insgesamt funktioniert. Er sollte in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass Planungs- und Genehmigungsprozesse schnell vonstatten gehen, ohne dabei Abstriche beim Natur- und Umweltschutz und bei der Bürgerbeteiligung zu machen. Er sollte einen Überblick über die Förderlandschaft haben, einen großen Apparat zusammenhalten und steuern können. Er sollte ein gutes politisches Management und Controlling beherrschen. Es geht in dem Ressort eben nicht nur um Bau und Verkehr, sondern auch um Themen wie Stadterneuerung, Milieuschutz, sozialen Wohnungsbau, ja generell Wohnungspolitik. Wir suchen keinen Stadtarchitekten. Das moderne Dresden benötigt einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mit Blick für Stadtgeografie, Stadtökologie, Stadtplanung, Architektur und Stadtsoziologie. Diese Fähigkeiten findet man nicht, indem man das Profil auf technisch-bürokratische Aspekte verengt. Das war auch mein Satz zum Änderungsantrag. Zum Thema Vorschlagsrecht. Die FDP greift es an, dass sich Fraktionen im Rat, die übrigens zusammen 2/3 der Stadträtinnen umfassen, auf eine Vereinbarung geeinigt haben, wer wofür das Vorschlagsrecht hat. Hauptgrund der Empörung ist, dass sie selbst nicht Teil der Vereinbarung ist. Bei der Vereinbarung selbst wurde schon ein erstes Mal transparent gehandelt. Jede und jeder weiß im Vorfeld, wer für welchen beigeordneten Posten das Vorschlagsrecht hat. Das ist übliche Praxis. Es gibt Städte, die schreiben dies sogar auf ihre offizielle Webseite. Das ist nichts Ehrenrühriges. Und so sind wir ja auch, wie ich finde, mit gutem Ergebnis bereits vor 5 Jahren im Ratverfahren. Hinter uns sitzen die Herrschaften, die daraus hervorgegangen sind. Nach diesem Prinzip haben wir unlängst auch die Wahl des Bildungsbürgermeisters durchgeführt. Hier hat die CDU das Vorschlagsrecht erhalten und deren Fraktionschef im Rathaus hat frühzeitig erklärt, dass er für das Amt kandidiere. Das Thema Vorschlagsrecht mag der FDP gefallen oder nicht. Gern unternehme ich aber noch mal einen kurzen Exkurs in alte Zeiten, als CDU und FDP noch eine Mehrheit im Stadtrat hatten, der die Freien Demokraten verständlicherweise nachtrauern. Damals wurden alle beigeordneten Posten unter diesen beiden Fraktionen verteilt. Es ging kein einziger an die Linke, die SPD oder die Grünen, die damals fast die Hälfte des Rates ausmachten. Und es weiß bis heute niemand, auf Basis welcher Absprachen das geschah. Dass damals ein ehemals linker Rechtsanwalt Kulturbürgermeister wurde, der vorher mit CDU und FDP die gesamten städtischen Wohnungen veräußert hatte, war sicher Teil der Absprachen, ist aber nirgends nachzulesen oder irgendwie offiziell nachzuvollziehen. Ich finde es immer schwierig, wenn man seine Argumente danach ausrichtet, auf welcher Seite man gerade sitzt. Und genau das macht Herr Zastrow wie üblich. Vielen Dank. Vielen Dank. CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns.
Ja, erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, zu dieser Schwierigkeit, wenn man es so bezeichnen will, die Herr Zastrow hier angesprochen hat, hat, glaube ich, Herr Dr. Lahm ist die richtigen Worte auf die entsprechende Frage von Herrn Nitsche gesagt. Wie man es macht, ist es verkehrt. Wenn man hinterm Berg hält, dann ist es natürlich nicht transparent. Letzten Endes, wer sich hier irgendwo mit wachen Ohren zumindest durch die Gänge geht, der wird dann wissen, worauf das hinausläuft. Man sagt es nur nicht laut. Ob das qualitativ so ein großartiger Unterschied ist, das weiß ich nicht. Und eine Notwendigkeit zur Findung einer Mehrheit haben wir hier. Und das ist genau das, was ich finde, Herr Dr. Lames zu Recht ausgeführt hat. Also insofern kann man es nur falsch machen, aber man braucht, wie gesagt, denke ich, auch eine verlässliche Basis und auf der wird entschieden werden. Und das ist diese Vereinbarung, deren Teil wir als Fraktion sind. Dann möchte ich zu dem Änderungsantrag von Herrn Nitsche eingehen. Also das, was wir hier brauchen, ist ein Bürgermeister, wie jeder Bürgermeister, der in der Lage ist, seinen Geschäftsbereich im Rahmen der Gesamtverantwortung, die er hat, nicht nur seinen Geschäftsbereich, den muss er in das große Ganze mit eingliedern. Deswegen braucht er politische Erfahrung. Deswegen braucht er natürlich auch Kommunikationsfähigkeit. Und das ist so ein Stück weit, ich sage das jetzt mal so, das kann man oder man kann es nicht. Das sind so Positionen, die kann man nur ganz schwer erlernen. Und dass man jemand dafür geeignet ist, wo man irgendwo ein gewisses hartes Kriterium sich mal überlegen kann, das ist üblicherweise das, dass für solche herausgehobenen Positionen jemand ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbar haben muss. Das hat aber den einzigen Zweck, dass er mit diesem abgeschlossenen Hochschulstudium nachgewiesen hat, dass er diese Kommunikationsfähigkeiten und dieses, ich sage jetzt mal, globale Denken hat. Da muss er kein Techniker sein oder sonst irgendwas. Der Bürgermeister muss nicht der beste Tiefbauer sein, nicht der beste Architekt sein, dafür hat er seinen Apparat, sondern er muss das, was sein Amt bzw. in seinem Geschäftsbereich an fachlicher Arbeit geleistet wird, das muss er einordnen und das muss er vertreten. Das ist seine Aufgabe. Er muss nicht an den Entwurf eines Sachbearbeiters noch korrigieren am Ende. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Deswegen ist das auch überhaupt nicht zielführend, nicht einmal beim Amtsleiter soweit gehe ich, dass man nun ausgerechnet dann ein Techniker nur jemand sein kann, der das Straßen- und Tiefbauamt führt. Das zeigt sich allein daran, das haben wir hier schon öfter diskutiert, dass der Oberbürgermeister natürlich auch im Rahmen seiner Geschäftspolitik und ohne, dass da irgendwelche juristischen Bedenken wären, natürlich die Amtsleiter rotieren lassen kann. Dann kann halt der Techniker mal im Sozialbereich tätig werden. Es kommt eben auch beim Amtsleiter, auch bei ihm darauf an, dass er in der Lage ist, ein Amt zu führen. Deswegen heißt er Amtsleiter. Er muss ein Amt leiten können. Und die notwendige Fachkenntnis, dafür hat er seinen Apparat, um das nochmal ganz klar zu machen. Und ein letztes, wenn ich mir den Änderungsantrag angucke, was bitteschön an belastbaren Kriterien ist denn hier? Ich lese es mal vor, deswegen habe ich mein iPad hier mitgenommen. Operative und strategische Managementerfahrung. Sagen Sie mir, wie Sie das prüfen sollen. Und jetzt wäre es die Fähigkeit zur Steuerung, Planung und Realisierung von komplexen Projekten und Großvorhaben. Verhandlungsgeschick bei der Darstellung und Umsetzung städtischer Belange. Wie wollen Sie das prüfen, ohne dass Sie sagen, aus dem Bauchgefühl hat das? Wo ist ein Anhaltspunkt, dass ich das in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise objektiv prüfen könnte? Fundierte Kenntnisse zu aktuellen kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Ja, ich lese Zeitung. Also was soll das, nicht? Das einzig Handfeste ist vielleicht Stadtplanungs- und Baurecht. Da könnte ich ihn examinieren, keine Frage. Also da bitte
ist das Engagement und die Fähigkeit zum selbstständigen und zielorientierten Arbeiten. Ja, puh, was? Machen Sie es fest, ja? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden dem Änderungsantrag nicht zustimmen und der Ausschreibung, so wie sie jetzt hier steht, der Vorlage insgesamt zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, es ist spät, letzter Punkt wohl, Ausschreibung Baubürgermeister. Frau Filius Jene spricht davon, dass der Bürgermeister ja eine gute Arbeit gemacht hätte, man hätte ihn ja gerne ein bisschen länger behalten. Ich hätte mir ein paar schönere Zitate in der Zeitung gewünscht über unsere Stadt. So ganz wohl hat er sich schon bei nicht gefühlt. Also ein Kriterium wäre bei mir zum Beispiel, dass man sich mit dieser Stadt auch identifiziert. Das wäre mal das erste Kriterium. Schreibt man nicht hin, aber wenn ich so die Diskussion höre, die wir hier geführt haben, habe ich immer den Eindruck, dass der Bauausschuss, und ich muss wirklich sagen, fraktionsübergreifend, was dort mit einer Begeisterung, mit einer Kritik, mit einem allem gearbeitet wird, das ist vielleicht für Dresden typisch. Und heute kam dann auch diese Debatte, die ich fand, hochwertig war. Was haben wir zu dem Bürgermeister zu sehen? Ich sehe das so, dass natürlich die Grünen ihren Kandidaten aussuchen können. Sie können sagen, okay, aber was ist passiert? Es ist der Eindruck entstanden, dass es sich überhaupt gar nicht mehr rechnet, sich zu bewerben. Und das war das Schlechte an der ganzen Sache. Jetzt stellt man sich nur mal vor, es wären Leute gekommen, die sich beworben hätten, die überragend sind, die gesagt haben, Dresden, das ist eine Sache, die interessiert mich. Dafür wäre ich auch bereit, möglicherweise auch was aufzugeben. Ja, das interessiert mich, die Aufgabe. Und wir hätten uns die Bewerber anschauen können. Und vielleicht hätten sogar die Grünen, die sich dieses Vorschlagsrecht ja, mit in der CDU und den anderen sozusagen sich ergeben haben, gesagt, Mensch, hätten wir es so gemacht, haben wir vielleicht noch einen besseren. Wie gesagt, für den Kandidaten Stefan Kühn tut es mir eigentlich leid. Es ist nicht der glücklichste Start, den er hier bekommt. Und wir haben uns es abgeschnitten, meines Erachtens, dass viele sich darauf bewerben. Viele werden sagen, das Ding ist gelaufen, tschüss, erledigt. Und das ist der Vorwurf, den man einfach hier machen muss. Es war unglücklich und schlecht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ersetzungsanträge. Ja, man kann darüber streiten, dass man sagt, man will das weiterfassen, politisch und so fort. Ich habe den Ausschuss so erlebt, in dem ich bin, dass dort extrem viel fachkundige Leute dort zu Hause sind. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es für den Baubürgermeister doch sehr wertvoll ist, wenn er vom eigentlichen Fach ist, wenn er jahrelang in diesem Metier gearbeitet hat, um das besser zu verstehen, das besser zu verarbeiten. Das ist übrigens meine Auffassung auch zum Justizminister. Ein Justizminister sollte auch Jura studiert haben und nicht was anderes. Aber das ist so, es hat sich da etwas verändert. Ich finde, so eine grundständige Ausbildung, vor allen Dingen, wenn man sie dann längerfristig auch betreut hat, schadet nicht, sie begünstigt es, ein Amt gut auszuführen. Ja, man kann auch sagen, es geht auch ein anderer Weg. Ich bin von der Presse gefragt worden, ja, theoretisch, es geht auch eine andere Ausbildung. Und ich habe da auch keine Kritik insoweit, dass es auch andere können, aber ich sage, es ist vorteilhaft, wenn man etwas jahrelang sich beschäftigt hat, studiert hat und Fachmann. Dieser Ausschuss ist einer der anspruchsvollsten Ausschüsse, es ist vielleicht auch der spannendste Ausschuss und deswegen ist es jammer, jammer schade, was mit diesem Ausschuss hier passiert ist im Rahmen dieser Ausschreibung. Unglücklich, traurig und deswegen ist auch dieser Ergänzungsantrag auch ein Hilfestrei von den Freien Wählern, auch von uns, hier vielleicht noch eine Korrektur einzubahnen. Und wir würden natürlich auch dem Ergänzungsantrag von Freien Wählern zustimmen. Es geht in die gleiche Richtung. Wir möchten dieses Amt wieder unbeschädigt hier nominiert bekommen. Dankeschön. Herr Schollbach.
Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, worin besteht das Problem und worin besteht es nicht? Ich will mal mit dem Letzten beginnen. Zu jedem Gegenstand, den wir hier im Stadtrat haben, werden immer wieder auch Kompromisse herbeigeführt. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt keine Fraktion, die auch nur annähernd in die Nähe einer absoluten Mehrheit hier im Stadtrat käme. Das macht es notwendig, mit anderen Fraktionen ins Gespräch zu kommen und zu Kompromissen zu gelangen. Das erleben wir immer wieder, auch heute. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass bei einer so wichtigen Entscheidung wie einer Beigeordnetenwahl auch verschiedene Fraktionen miteinander ins Gespräch kommen, sich auf eine Lösung verständigen und dann entsprechend auch diese Mehrheiten hier im Stadtrat dann dazu beitragen, dass es eine stabile, eine verlässliche Spitze hier in der Landeshauptstadt Dresden gibt. Das ist also nicht das Problem, dass hier ein politischer Kompromiss gefunden wurde, der auch ordnungsgemäß und transparent dargestellt wurde. Das Problem besteht woanders. Und da muss ich leider sagen, und das tue ich sehr ungern, dass der Herr Zastrow nicht in allen Punkten, die er sagt, Unrecht hat. Das Problem besteht darin, dass noch bevor eine Ausschreibung durch den Stadtrat beschlossen wurde, ein Kandidat präsentiert wird. Und das heißt in der Konsequenz, dass damit zum Ausdruck gebracht wird, dass man gar keinen Wert darauf legt, welche Kriterien der Stadtrat für ein Bewerbungsverfahren beschließt, sondern dass man völlig unabhängig davon sagt, wir haben einen geeigneten Bewerber und zwar völlig egal, was der Stadtrat anschließend sagt. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle noch mal erinnern, der Stadtrat wählt die Beigeordneten, nicht eine einzelne Fraktion. Und hier entsteht der gefährliche Eindruck, dass letztlich das Ausschreibungsverfahren und die Entscheidung des Stadtrates zu einer Farce degradiert werden. Und das beschädigt einen ganz wichtigen demokratischen Prozess. Und hierin liegt der Fehler. Und das ist der Vorwurf, der zu erheben ist. Und deshalb habe ich auch gesagt, dass die Reihenfolge, die hier gewählt worden ist, nämlich einen Bewerber zu präsentieren, noch bevor überhaupt über die Ausschreibung beschlossen wurde und geschweige denn, bevor sie beendet ist, dass das befremdlich ist. Und ich möchte auch darauf verweisen, dass die CDU-Fraktion bei der Wahl des Beigeordneten für Bildung einen anderen Weg gegangen ist. Es hat aus der CDU heraus verschiedene Bewerbungen gegeben. Und die CDU-Fraktion hat nach dem Ende der Ausschreibung eine Entscheidung für sich getroffen und dann dem Stadtrat einen Vorschlag unterbreitet. Und das ist korrekt, nämlich ein Verfahren abzuwarten, sich die Bewerberinnen und Bewerber anzuschauen und dann entsprechend auf der Grundlage eines ordnungsgemäßen Verfahrens einen Vorschlag zu unterbreiten. Hier standen mehrere Bewerberinnen und Bewerber im Stadtrat zur Wahl. Dann wurde eine Wahlentscheidung getroffen. Und diese Reihenfolge, die hier gewählt worden ist, hat eben das Problem zugrunde liegend, dass die Gefahr besteht, dass dieses Verfahren beschädigt worden ist durch die gewählte Reihenfolge. Und das ist zu Recht zu kritisieren, das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Heute nun werden wir über die Ausschreibung zu beschließen haben. Der Oberbürgermeister hat einen an der Sache orientierten Ausschreibungstext vorgelegt. Dem wird die Fraktion Die Linke auch zustimmen. Und wir werden selbstverständlich dem Antrag der Freien Wähler eine Ablehnung erteilen. Der hat ja nämlich einen Aspekt, der hat noch gar keine Rolle gespielt, den muss man sich noch mal vor Augen führen. Die Freien Wähler schlagen allen Ernstes vor, es möge eine Einwohnerversammlung geben, in deren Rahmen dann die Bewerberinnen und Bewerber befragt werden sollen. Die Freien Wähler wollen also aus der Wahl des Beigeordneten für Bau
eine Zirkusveranstaltung machen mit den Bewerberinnen und Bewerbern als Zirkuspferde. Und mit Verlaub, also ein derartiger Unernst in einer solch wichtigen Angelegenheit, Sie werden nicht im Ernst erwarten, dass wir bei so etwas mitmachen werden. Dafür werden Sie selbstverständlich eine Ablehnung erfahren. Und ich möchte auch noch auf Herrn Zastro eingehen. Er hat sich ja etwas dumm gestellt und hat erklärt, er finde in der Gemeindeordnung nicht die Vorschrift, nach der Fraktionen Vorschläge unterbreiten könnten. Ich kann Ihnen da gerne weiterhelfen. Es ist § 15 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung, nach der jedes Mitglied des Stadtrates berechtigt ist, Vorschläge und Anträge zur Sache zu unterbreiten. Und das ist auch hier der Fall. Es darf jedes Mitglied des Stadtrates im Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens Wahlvorschläge unterbreiten. Und dann wird es eine Wahl geben, wie es sie auch bei der Wahl des Bildungsbürgermeisters gegeben hat. Und dort stehen wir als Linke selbstverständlich zu unserem Wort und werden weiter auch zu diesem Kompromiss stehen und entsprechend unsere Wahlentscheidung auf der Grundlage des gefundenen Kompromisses ausrichten. Das will ich an dieser Stelle bei aller Kritik, die ich bereits ausgeführt habe, dennoch betonen. Daran gibt es für uns nichts zu deuteln. Und jetzt werden wir den Änderungsantrag aus den genannten Gründen ablehnen und der Vorlage des Oberbürgermeisters zustimmen und dann in dieses Ausschreibungsverfahren gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schollbach. Es gibt noch eine Wortmeldung von Herrn Genschmann. Sehr geehrter Herr Dr. Brauns, lieber Herr Schollbach, Frau Filius-Jehne, Sie haben vollkommen recht. Die Mehrheit steht, und dann sind Sie doch so ehrlich, in Corona-Zeiten, wo wir jeden Euro brauchen, ziehen Sie dieses sinnlose Ausschreibungsverfahren zurück. Dieses Ausschreibungsverfahren, was Sie hier an den Tag legen, kostet Geld und Zeit, und der Kandidat steht schon fest. Und Frau Filius-Jehne, wenn Sie in Ihrem Videobeitrag heute noch mal nachsehen, haben Sie hier in Ihrer Rede immer vom Bürgermeister, Sie haben dieses Sternchen innen vergessen, Sie reden, grenzen schon 50% aus, ich habe Ihnen ganz genau zugehört. Der Bürgermeister steht fest, der hier kommt. Ich wünsche dem Bürgermeister und dieser Gestaltungsmehrheit hier im Stadtrat, dass der Bürgermeister, der jetzt noch im Amt wird, nie gewählt wird, dass Sie, das ist der Nachteil für Dresden, dass wir mit diesem Bürgermeister dann weiterleben müssen, dass Ihre ganze Farce zum Platzen kommt. Es ist eine einfache oder eine extreme Missachtung der Dresdner. Dieses Vorgehen, was Sie hier an den Tag legen, das führt zu Politikverdrossenheit. Wir haben hier eine Beteiligungssatzung der Bürger beschlossen. Sie reden von Zirkusveranstaltungen, wenn die Bürger beteiligt werden. Das ist das Mindeste, was wir den Bürgern zumuten sollten. Sie achten nicht einmal mehr Wahlen. Da ist der Kandidat noch, der alte Kandidat noch im Amt, dann benennen Sie schon einen neuen und jetzt wagen Sie, wir machen eine Ausschreibung und der Kandidat, der Bürgermeister steht schon fest. Herr Dr. Brauns. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, auf das, was Herr Gensch mal gesagt hat, will ich jetzt nicht eingehen. Mir ist nur noch mal wichtig, zu Herrn Lommel zu sagen, das Gegenteil, Herr Lommel, was Sie gesagt haben, ist richtig. Wenn irgendwie die fachliche Kompetenz für einen Minister, ich rede jetzt mal vom Bundesminister, weil da wird es augenfällig, dann müsste der Verteidigungsminister immer ein General, ein Vier-Sterne-General sein. Und das zeigt mir, dass Sie das Grundgesetz nicht gelesen haben, nicht verstanden haben. Und dann sollten Sie einfach ruhig sein und das erst mal gucken. Weil es ist Tradition. Es ist nicht nur Tradition, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass man genau das nicht will. Und das ist mir verdammt ernst. Sie haben das Grundgesetz offensichtlich nicht verstanden. Unsere Staatsordnung nicht. Und das ist erbärmlich. Es ist ganz bewusst, dass ein Zivilist
Verteidigungsminister sein soll, weil nämlich genau das erreicht werden soll, was wesentlich ist, dass der Minister in der Lage ist, seinen Geschäftsbereich in das große Ganze einzuordnen. Und um jedem fachlichen Engstirnigkeit zu entgehen, hat man festgelegt, und das ist richtig und das ist gut so, und das sage ich als oberste Reserve, dass hier ein Zivilist nicht der Befehlshaber, also ein Soldat zwingend der Verteidigungsminister sein muss, sondern dass es zwingend ein Zivilist sein muss. Und das ist der Grundsatz, um den es geht. Und deswegen ist es grottenfalsch, Herr Lommel, was Sie hier gesagt haben. Das Gegenteil ist richtig. Vielen Dank. Herr Lommel möchte auch noch mal. Herr Dr. Brauns, nur ganz kurz von hier. Ich habe nicht gesagt, dass er das sein muss, sondern ich habe ja von Jura gesprochen, dass ich es für besser finden würde, nach meinen Vorstellungen. Und deswegen habe ich schon das Grundgesetz verstanden. Und deswegen müssen Sie hier nicht so laut rumbrüllen. Der Unterschied ist zwischen Wunschvorstellung und eben können und müssen. Und wenn Sie das nicht verstehen, die zwei unterschiedlichen Wörter, dann sage ich es Ihnen jetzt nochmal. Danke. Gut. Die Rednerliste ist abgearbeitet, aber trotzdem, Herr Hannig, Frau Frohwieser, Geschäftsordnung. Zur Geschäftsordnung, um das aufzunehmen, was Herr Scholbach sagte. Wir beantragen über unseren Änderungsantrag zur Vorlage V037920 punktweise Abstimmung. Danke. Frau Frohwieser. Ich hätte jetzt Schluss der Debatte beantragt, weil ich glaube, es ist wirklich um diese späte Uhrzeit einfach alles gesagt, wahrscheinlich noch nicht von jedem, aber wenn die Redeliste ohnehin geschlossen ist, ist mir das auch recht. Gut, vielen Dank. Wir kommen damit in das Abstimmungs... zu dem Antrag punktweise abzustimmen. Eine Gegenrede, Herr Scholbach, bitte sehr. Es wäre sehr schön, wenn ein Geschäftsordnungsantrag gestellt wird, wenn dann auch geschäftsordnungsmäßig verfahren wird und Sie über diesen abstimmen würden. Er hat einen gestellt, also muss darüber abgestimmt werden. Die Gegenrede ist formal. Ich wende mich gegen diesen Geschäftsordnungsantrag. Ich rufe den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Lommel auf, den eingereichten Antrag. Herr Hannig, bitte. Herrn Hannig, punktweise abzustimmen. Wer möchte den Antrag der Freien Wähler punktweise abstimmen? Dann bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung. Dies ist bei 16 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen, einer Enthaltung abgelehnt. Dann kommen wir zu diesem Änderungsantrag der zunächst der AfD-Fraktion. Den Änderungsantrag der AfD-Fraktion bitte ich um das Handzeichen, wer ihm zustimmt. Gegenstimmen. Enthaltung. Dieser ist bei 14 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen zum Änderungsantrag der Freien Wähler. Ich bitte um das Handzeichen, wenn Sie ihm zustimmen. Gegenstimmen. Enthaltung.
Dieser ist bei 16 Ja-Stimmen, 46 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung der unveränderten Vorlage und ich bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie hier die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 46 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen so angenommen. Wir haben jetzt 22.26 Uhr. Mit diesem Tagesordnungspunkt beenden wir die heutige Veranstaltung. Die Sitzung wird morgen um 15 Uhr fortgesetzt. Vielen Dank, einen schönen Abend noch.